erstmal den. Ah, der Para ist... Alles klar, der Dillo. Gut, die schaffen es also nicht, gemeinerweise. Da würde die gut reinpassen vom... Alm. Mist. Das ärgert mich ein bisschen. Alfred, der Zweite. Vom Para 03, habe ich nicht schon umbenannt gehabt? Jetzt noch umbenannt ist ja auch Quatsch, ne? Zur Strecke gebracht von Salpeter. Ach, Salpeter, du fieser kleiner Salpetersäuren-Dino. Produkt muss eingesammelt. Ja, aber dann weiß ich Bescheid. Das hat hier nicht hier mit den Fleischfressern, leider. Ein bisschen ärgerlich. Meine Güte, das habe ich natürlich kommen sehen, aber nicht direkt erwartet, weil die eben so groß sind. Vor allem, weil es nur ein Dillo war offenbar. Wenn wir im Rudel angreifen, okay, das haben sie aber gar nicht gemacht. Und trotzdem. Bestätige Nachschubanfrage. Wie viel habe ich denn hier? Füge Aufgabe hinzu. Mann, Mann. Ah. Wieder einer tot. Der nächste, der gestorben ist jetzt, ja. Ja, ich bin auch dabei. Oh nein! Pappnase! Wieso Pappnase? Jetzt geht's nur das große Artensterben, denn. Naja. Offensichtlich. Ist es, wie es ist, ne? Die werden alt. Langsam ist es an der Zeit. Oh, oh, oh. Ich fühle doch schon auf, Mensch. Ist auf dem Weg. Alles gut. Oh, wird langsam kompliziert hier. Und ich habe noch nicht mal so viele Gehege. Da kommt noch was dazu. Nachschubanfrage bestätigt. Ja, ja, Fossilien, ich bin schon da. Ach, Alice, da fällt mir ein, ich habe ja die eine Aufgabe erledigt. Du könntest jetzt die nächste angehen, ha? Huh? Ich wollte T-Rex haben gerade. Kam ja mal nichts mehr raus. Bob. Missionen habe ich aber jetzt freigeschaltet. Starten. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen. Toll. Verstärken. Toll. Dadurch werden sie begreifen, wer sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Warum soll die sowas? Also ich verstehe es einfach, das ist so... Als erstes müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und so weiter. Und Dr. Duhr muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, dass ich mich nicht wiederholen muss. Ich Verstanden. Bin sicher, ihr erfährt davon. Und offenbar ist er der Böse dann hier da. Es ist ja sowas aber auch. Ich habe gehört, dass die Forschung abgeschlossen ist und wir mit den Genmodifikationen beginnen können. Modifikation für hyperaggressives Verhalten, um genau zu sein. Wo hat er das her? Langsam, wir machen was mit diesen Dinosauriern? Ich hoffe, sie wissen, was sie da tun. Nee. Ich weiß es. Und ich habe es überlebt. Etwas, das sie noch nicht behaupten können. Tja, voll gutes Argument. Fahre zur Futterstation. Oh Mann, ey. Stopp, da ist er. Pappnase der Zweite wird er heißen. Sinnigerweise. Mann, das ist so traurig. Vor allem sind ja wirklich viele sterben, weil ich ja richtig zeitnah die Dinger rausgelassen habe anfangs. Pappnase der Zweite. Dankeschön. Was sagt ihr jetzt zu den Einkaufsmöglichkeiten? Naja, am Dexplant gestiegen, immerhin. Besser als nichts. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Heißt es. Vor allem, es provoziert doch gegenseitig dieses Sabotagerisiko, wenn ich... Alter, ist das denn hier alles schon wieder? Jawohl. Wenn ich jetzt... Jawohl. Aufgaben erledige, wo ich schon sagen dürfte, dann von nichts erfahren. Ist doch klar, worauf es hinausläuft. Das gefällt mir nicht. Fällt mir ein... Doch, ich komme da schon hin. Hä? Isla Pena. Ist freigeschaltet. Ich glaube, sie ja nicht freigeschaltet irgendwo. Wo war denn das? Hä? Wo stand das denn, also das mit dem Freischalten und so weiter? Finde ich nicht. Egal. Der nächste Tote. Schön. Ja, gut, das ist der Para. Ist ja erwartungsgemäß. Nachdem erste gestorben Anfrage ist. Ich habe die gar nicht benannt. Ich hab die ganzen Paras?
Auch Para 1 hier. Nun ja. Geht auf jeden Fall nicht, wie ich gehofft hatte. Sehr, sehr schade. Aber gut. Da ist es eben so. Wow, hier ist komplett voll. Gut alte Bowlingbahn. Was sagst du? Da geht noch was. 61%. Ich müsste aber ein neues Hotel bauen, so langsam. Doch, das ist tatsächlich angebracht, denke ich. Ja! Was wollte ich gerade gucken? Genau, Strom wollte ich gucken. Wie viel habe ich ja noch im Petto? 61. Das war's dann wahrscheinlich auch, jawohl. Fange ich dann direkt hier oben an, jetzt noch ein Dingens zu bauen? Also ein T-Rex hält sicherlich nicht viel mehr als sich selbst aus in einem Gehege. Würde ich meinen. Der ist ja der King im Ring. Und der kann natürlich auch keine weiteren Dinger hier neben sich haben. Habe ich einen Deionychus überhaupt schon irgendwie annähernd? Muss ich mal kurz gucken. Habe ich noch überhaupt nicht gefunden bisher. Geil. Super gut. Nein, ein altersschwacher. Streifi! Nein, wieso Streifi? Ah, das ist total traurig. Ich brauche einen neuen Streifi. Ich. Ja gut, war jetzt. Sagst du was anderes Streifi? Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es Streifi gewesen. Ja, ja, ich muss den Verlust meiner Haustiere durch den Kauf neuer Haustiere ersetzen. Das ist einfach. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Sonst gehe ich ein. Das ist nicht schön. Schniff. 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 Was wollte ich machen? Ich wollte diverses machen. Oh Mann! Wenn es erstmal läuft hier, wenn der Fluss drin ist, dann ist er drin, ne? Wo haben wir denn den da irgendwas? Ich weiß mal so nochmal. Aber dann gucke ich mal, da haben wir ihn. Natürlich ist das ein Fleischfresser. Oh, noch ein Toter, ich halte es nicht aus. Es war klar, dass das ein Fleischfresser sein muss, sonst wäre es ja irgendwie Quatsch, dass man die Ansage dazu gehabt hätte vorher. Na gut, das hier weg ist auch wieder klar. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Mann, 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 Mann. Ja, ja. Ihr sagt Produkt, das haben meine besten Freunde. Oh, Streifi ist zurück. Schön. Mir geht's wieder gut. Gefühllevel auf normal. Oh. Upsala. Streifi. Na. Oh, sag mal. Zwei. Nee. Nein. Ach, verdammt. So. Fertig. Nein, nicht plus. Ich wollte Enter drücken. Oh. Da lag was auf meiner Tastatur im Weg. Wirklich wahr. Wo ist der jetzt einer tot? Zwei sogar? Na, klar. Aber wo ist der andere? Yellow Fresh. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Warum so Fresh Yellow? Der muss natürlich logischerweise ein Wüstmuster haben, sonst wäre er nicht Yellow. Ne? Yellow Fresh, der zweite. Aber wo ist der andere Tote? Also doch der jetzt, siehst du, der war noch nicht abtransportiert vor eben gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Pass mal auf, ich mache erstmal hier. Oder warte. Fangen wir ja damit an, ne? So, da so. Und dann hier so das T-Rex-Gehege, würde ich sagen, jawohl. Muss man halt auch haben. Was ist das? Achso, wieder. Um wieder tausendfach Sachen zu verkaufen hier. Holen wir ihn uns. Lass mich raten, da stirbt gerade jemand. Warte, Dillo? Hast dich wohl mit dem Falschen angelegt da. Warum ist der denn nichts? Ist doch voll das Ding. Musst du nur was fressen? Oh, ist der verbuggt schon. Ich habe ihn schon mal gehabt, dass einer irgendwie verbuggt fand, sich nicht bewegt hatte irgendwie.
Bestätigt. Das hier ist voll. Naja, Durst der Tunga bewegt sich nicht. Also meine Schuld ist das nicht. Ganz im Ernst. Ja, ja, kommt doch noch. Ja, kommt doch auch noch. Plopp. 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 Geht doch. Na toll. So. Mann, 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 Mann. Ja, ich weiß, dass hier ganz Strom ist. Ist aber nicht so fatal. Ach, hallo, Yellow Fresh, der zweite. Ja, der ist sowas von Fresh und Yellow. Sowas von. Ach, Mensch. Das ist tatsächlich viel trauriger, wenn die einen Namen haben, als wenn nicht. Der zweite, hab ich vergessen. Der sonst ganz schön Betrug, den so zu nennen. Ich muss aber jetzt steigern, mein Gewinn hier. Das haut doch nicht hin mit dem Gewinn. Das ist auch ein Gewinn, den ich nicht immer so mit Erhöhung der Preise hinkriege. Da muss ich mir schon mehr einfallen lassen. Was sagt meine Einkaufsbewertung eigentlich gerade? 43, siehst du. Hier, genau da stand's. Siehst du. Aber Küstengebiet? Hä? Ich weiß, ich kann auf der Insel selbst noch was freischalten, oder wie ist das jetzt? Weil wir das hindüdeln kann ich ja, aber... Werden meine Parks denn größer? Meine Baufläche, wenn ich Sterne habe? Oder was soll ich daraus jetzt schließen? Was ich mir nicht wirklich vorstellen kann. Sagt mir gar nichts, der Dino hier vom Aussehen. Wo war er denn? Wo war er denn? Da. Weitermachen. So, aber nichtsdestotrotz... aggressive, fiese Zäune bauen. Zäune, soweit das Auge reicht. Zack, zack, zack. Bau. Ich kann auch, glaube ich, überhaupt nichts rein zu meinem T-Rex, oder? Außer dem T-Rex selbst. Ich wüsste jedenfalls nicht, was dann noch rein könnte. So. Wer ist nur schwer gestorben? Ha. Ha. False Blackie. Wieso? Wieso? Tee. Wieso? Produkt wird eingesammelt. Langsam macht ihn das betroffen. Ganz langsam, aber sicher. Verdammt sicher sogar. Hat doch ein kleines eigentlich aus, oder? Wenn ich es sowieso hier hinbaue, irgendwie. Plopp. So, jetzt muss ich irgendwie so. Zack. Zack, Verbindung kommen. Alles so traurig momentan. Alles so traurig. Na? So. False Blackie, der zweite! Ist auf dem Weg. Ja, ja, gleich. Mensch, 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 Leute. Das ist alles nicht schön. False Blackie, der zweite. Ach ja. Zum Glück kann ich ja alle ersetzen, wenn sie tot sind. Wie im echten Leben. Naja, vielleicht nicht ganz. So. Weitermachen, weitermachen. Weg damit. Flop. Weiter, weitermachen. So. Immunreaktion.
T-Rex. Moment, vergessen wieder mal. Muss man ja erhöhen. Vor allem, da ich ja bei dem auch eh nicht so viel Genteile habe. Aber ich bin gespannt zu sehen, ob der mit mehr als ein oder zwei von seiner eigenen Art klarkommt. Würde mich ein bisschen überraschen. Oh Mann, 2 Millionen für einen Dino allein.